Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Sky Factory. So, in letzter Folge haben wir mal dieses kleine Wunderwerk der Technik gebaut, das eigentlich noch viel zu wenig Energie hat. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir das noch ein bisschen fördern können. Dafür fehlt uns aber noch einiges an Materialien, die wir zurzeit noch nicht haben. So, Spiegel, Spiegelein an der Wand. Okay, 6-6. Ich glaube, wir bauen mal kurz ein bisschen hier. Eins, zwei, drei. Drei. Dann wollen wir noch eins raus. So, ich glaube, so müsste es passen. Wenn wir mal alles haben, aber das kann auch weiter dauern. House Labs, ne? Okay, so. Rüber. Haben wir hier noch unsere Gießkanne. Also auch ewig. Okay, ich glaube, am schnellsten kommen wir voran, wenn wir kurz das hier reparieren. So, reparieren. Ja, okay. Wir haben auch wirklich nicht viel bekommen, wenn ich so überlege jetzt gerade. Steine. Okay. Acht Spiegel. Sieben. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, mal eben Pisten wieder. Ein Pisten. Wir Cobblestone machen wir dafür und Holz. Beides haben wir zurzeit natürlich nicht, logischerweise. Cobblestone und Holz. Das ist die Frage, Cobblestone und Holz. So, das hätten wir mal. Hier noch Holz, wir haben Holz noch, alles gut. Alles klar, so. Ah, okay, so. Aber wir haben gar keinen Platz dafür. Ach, wie jetzt ist das denn gerade? Moment. Sand da rein. Glas da rein. Glas hier rein. Spiegel. Hier rein. Pisten, zack. Und wieder eine Energiequelle mehr. So. Hm.
Immer aufpassen, hier kannst du mal schon wieder spawnen natürlich. Wenn man hin möchte, müsste man natürlich entsprechend schauen, dass man halt wirklich nur Hauslabs baut. Das war bei Skyfact eigentlich das A und O. Weil Monster ja bekanntlich nicht auf Hauslabs bauen können. Darum bauen wir auch einen halben Block unter der Blockhöhe. So, okay. Wir haben immer noch keinen Sand übrig. Also ist ziemlich hartnäckig. So, Spiegel an der Wand. Zack. Was war das denn? Rest der Mitte? Ja. Muss ich echt überlegen, was in der Mitte war. Beim Kompost hier. So, das läuft. Da Erde. Ah, komm, mach es mal so. Da können wir jetzt noch die vierte Erde noch hier basteln. Oh, wie war das jetzt dort? Irgendwas war falsch jetzt. Dirt. Erde, grün. Also. Wie so oft, alles richtig gemacht, nur eins vertauscht, so. Also Hake. So. Jetzt wachsen wenigstens immer gleich zwei. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, man kommt ein bisschen voran. War wohl nur, wenn es ein bisschen ist. Boah, geht viel zu lange. Gut, wir haben noch ein paar Monster mal wieder. Mir sagt vor allem, seit ich meine Monsterfarm geändert habe, habe ich keine Endermans mehr bekommen in der Farm. Okay, jetzt wird alles voll, ich glaube es nicht. Aber wir müssen hier auch schon erweitern, dass wir die Items abfarmen. So. Ganz ehrlich, glaube ich, ich baue es wieder um. Also wurden echt viel mehr. F7. Also ich stelle mal das mal hier einfach, dann kann ich damit das hier reinwerfen. Und dann kommt der Gunpowder rein, das rein, das rein.
Silicon, Chicken, Unicorn. Das ist ein Ding jetzt, ne? Wir kommen da nicht durch. Warum wir da schon wieder? Ja. Sonst hat sie wissen, was zu tun ist. Mal kurz das hier abschalten, so. Eigentlich könnte ich mir sagen, wir bauen hier dann hier der Shader ein. So. Und dann kann man wirklich mehr machen, wenn der Shader da am meisten. So, okay. Wie groß ist unsere Fläche eigentlich im Endeffekt? Okay, jetzt hätten wir mal so solartechnisch schauen, wie es aussieht. Wie viel haben wir jetzt schon wieder hier bekommen? So 32. Immerhin etwas. Es gibt ein paar Spiel. Lieber weniger. 4. Ja, es könnten schon noch mehr sein, natürlich. Muss man sagen. Okay. So. Nur noch hoffen, dass hier noch mehr rausfällt. Gut, Äpfel können wir auch kompostieren zur Not. Wir haben aber wirklich eigentlich auch keine Alternative, wirklich hohe. Wie bitte? Ein Howl-Shot. Draconic. Draconium Dust, warte mal. Ja, was sollen wir das jetzt herbekommen? Sieb? Heavy Sieb? Ender Gravel?
Winter Gravel. Crusher Endstone. Sieb. Wie komme ich zu Endstone hin? Lava plus Glowstone gibt Endstone. Möglich wäre natürlich, würden die diesen so Kollektoren bauen. Die hatten wir auch schon mal und dann könnten wir auch den Miner betreiben. Sind die Reborn Sachen. Ich kann ja mal kurz mal, ich kann mal kurz schauen, wir sollten eigentlich hier war das hier die Digital Vibe? Falsch das. Genau. Also Lightning Rod, das mit der macht Sturm als Blitzen. Also wir waren eher mal ein Assembler, okay. Bauen wir einen Assembler. Das wäre mal ein Startpunkt. So, machen wir Obsidian. Nee, oder? Ich glaube, wir machen ein ME-System zuerst. Controller. So, wir gehen zuerst mal kurz schlafen, weil es ist echt gerade dunkel geworden. Ja, Babybett, hier. Klar, wir suchen uns das mögliche ein ME-System zu machen, damit wir die ganzen ganzen Ressourcen ganz schnell zugreifen können. Weil sonst kann das echt dauern. Okay, also. Dann tue ich es mal wieder rein hier. Muss gar nicht brauchen. So, also. Future Block. Das war, wie war denn der Block hier? Space Chamber. Safe Controller. Ein Controller, da ist er. Also, Quartz, so, Silikon, wir haben Silikon, so, ein Diamant, jetzt ist die Frage, wo baue ich das hin? Das ist ein ME-System. Wo macht es am meisten Sinn? Dass nicht gleich im Weg ist. Wahrscheinlich hier irgendwie, ne? Ich bin gespannt, ob es überhaupt noch irgendwelche Enemies spawnen werden.
Also müssen wir noch mehr Energie haben, ne? Kommen nirgends hin. Holz 11,8. Okay, jetzt brauche ich Pisten. Warum Pisten? Wow, Redstone. Ein Stack raus. Okay, warte mal, mach es so. Müsste da hier noch was vorbereitet sein? Und bauen, genau. Und zack. So. Okay. Also das ist schon der Controller, okay. Disk. Diesmal please drive. Okay, jetzt fängt es schon an mit solchen Gerätschaften. Waren Solderer, okay. Solderer. Ein Solderer. Jetzt brauchen wir sticky Pistons. Also wir müssen jetzt hier tatsächlich unsere Axt da. Sticky Bäume da töten sozusagen, damit wir so die Sticky Pisten raus machen können. So, okay, also im Solderer brauchen wir Sticky Pisten. Ach, heißt, wir müssen so Pisten machen, ach so. Zack, zack, zack. Okay, das geht ja schon mal. So, okay. Noch einmal Disk Drive. Also wir brauchen bis wir mal zwei Diamanten brennen. Ganz ehrlich, ich mach das komplett. Furnace only, zack. Wir müssen eigentlich auch schön ein paar Diamanten rauskommen. Eigentlich.
Und Silikon, Silikon kriegen wo eigentlich raus? Das Netherquarz. Netherquarz kriegen wir raus, indem wir Quarz verarbeiten, oder? Soulsand, ja, Soulsand. Und Flintsieb. Eigentlich würde ich sagen, man müsste jetzt wirklich hier einfach abpumpen. Da kommen wir nicht mehr ran an die Kiste. So, okay. Okay, jetzt haben wir keinen Sand da drin, oder? Okay, dann muss das hier wieder aber raus dann. Und jetzt muss ich natürlich schauen, dass da das Wasser reingeht. Oh. Okay, warte mal. Oh, die Folge ist schon lange zu Ende. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und sehen uns wieder morgen zur nächsten Folge von, morgen, übermorgen, zur nächsten Folge von Minecraft Sky Factory 3. Bis dann und bye bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.